So, es ist Punkt 12 Uhr. Wir starten. Hallo zusammen. Ich freue mich sehr darüber, heute im Rahmen des Festivals Your Stage rund um Arbeitswelten 60 plus dem renommierten Soziologen und Generationenforscher Professor François Höpflinger diese Online-Bühne zu bereiten, um über ein bisher sehr wenig beachtetes Thema, nämlich den beruflichen Wiedereinstieg 65 plus zu sprechen. Also jemand ist schon in Pension, wie lange auch immer, und fängt dann wieder an zu arbeiten, in welcher Form auch immer. Darum geht es jetzt über den Mittag. Mein Name ist Bernadette Höller. Ich bin Co-Geschäftsführerin von loopings.ch, dem Kompetenzzentrum für Arbeit 45 plus. Und ich freue mich besonders auf deine Ausführungen, François, da du ja auch seit Jahren bei uns im Stiftungsrat bist und Loopings mit aufgebaut hast. Und ich weiß auf jeden Fall, dass du nie etwas Langweiliges erzählst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen. Ihr könnt eure Fragen jetzt während der Ausführungen von François Höpflinger in den F&A oder Q&A, je nachdem, was da bei euch steht, in diesen Chat reinschreiben, und ich werde die Fragen dann an François Höpflinger am Ende stellen. Also möglichst viele der Fragen, je nachdem, wie viele von euch kommen. Und hiermit übergebe ich das Wort an dich, François. Okay, ich möchte Sie auch begrüßen. Es ist natürlich ein Thema, das erst beginnt, weil weitermachen, dass die Leute weiterarbeiten, da gibt es schon sehr, sehr viele Maßnahmen. Da ist man daran, in vielen, vielen Unternehmen zu schauen, dass die Leute auch weitermachen können, Teilzeitarbeit, gewisse Entlastungen haben, nach 65 weiter, aber so ein Wiedereintritt, oder? Es gab es eigentlich. Nur, das gibt es eigentlich nur bei Frauen nach der Familienphase. Dort hat man über Jahrzehnte Strategien entwickelt, wie Frauen nach einer mehr oder weniger langen Familienphase wieder in das Berufsleben eintreten können. Dort ist man sehr erfolgreich gewesen. Aber das Analoge, dass Leute nach, sagen wir, ein, zwei Jahren Pensionierung wieder eintreten in den Beruf, das ist eine Diskussion, die erst jetzt beginnt. Es gibt natürlich jetzt zum Teil durch den Fachkräftemangel gibt es Berufe, wo man zum Teil wieder auf die Pensionierten zurückgreift, in Lehrberufen, in der Pflege, in gewissen handwerklichen Bereichen. Ich habe auch festgestellt, jetzt bei der Postauto PTT im Kanton Graubünden oder auch bei der RHB haben sie zum Teil jetzt wieder Leute nach der Pensionierung wieder mobilisiert, weil sie sonst keine Post Autochauffeure für die kleinen Strecken haben. Also nicht die großen Postautos, sondern die kleinen Postautos, die die Seitentäler erreichen. Oder bei der RHB haben sie zum Teil zeitweise zu wenig Lokomotivführer gehabt und haben die zum Teil Pensionierten wieder auf. Aber als Strategie existiert das noch nicht. Wenn wir aber so mal die Forschung anschauen, dann sieht man seit Jahren sieht man zwei Elemente, die immer wieder auftauchen. Sehr viele Menschen möchten auch nach 65 weiterarbeiten. Das je nach Studie sind das 40 bis 45%, die sagen, sie wären im Grunde bereit. Es gibt zunehmend natürlich jetzt auch den Trend, und der wird sich in Zukunft noch verstärken, dass mehr Leute aus finanziellen Gründen auf eine weitere oder eine neue Arbeit angewiesen sind. Dass mit der Pensionierung man zwar weniger Einkommen hat, aber die Ausgaben bleiben auf dem gleichen Niveau oder steigern sich so, weil man zum Teil mehr Zeit hat, um Geld auszugeben. Das heißt, man unterschätzt oft die Ausgaben und die man hat nach der Pensionierung. Und das kann dazu zwingen, dass Leute nach ein, zwei, drei Jahren, ob das auch nach 5 Jahren noch möglich ist, das ist dann eine andere Frage, aber nach 2, 3 Jahren Pensionierung wieder gerne arbeiten möchten oder arbeiten müssen, um etwas zu verdienen.
Was wir auch festgestellt haben bei vielen Studien, es wird zum Teil im Übergang in die Pensionierung oft mehr geplant als nachher realisiert. Und dann hat man eigentlich die Pläne, die man für die Zeit nach der Pensionierung hat, hat man dann erschöpft nach ein, zwei Jahren. Und wir haben zum Teil auch Situationen erlebt, wo weil der Mann nach 2 Jahren hat die Ehefrau gemocht, dass der Mann jetzt immer daheim zu Hause bleibt, oder? Also ich habe eine Situation erlebt, wo die Frau jetzt den Mann gezwungen hat, jetzt als Rotkreuzfahrer tätig zu sein in der Ostschweiz. Gut, er macht jetzt als Freiwilligenarbeit, aber damit hat sich die Beziehung wieder stabilisiert, weil sonst ihm war es zu Hause zu langweilig. Dann ein zweiter Punkt, gleichzeitig, und das gibt es auch immer mehr Studien, die auf das hinweisen, dass es sinnvoll ist, sich nach einer anstrengenden, stressreichen Berufsphase wie zu erholen. Eigentlich müsste das ja nicht nur vor oder nach dem Rentenalter sein, sondern eigentlich in allen Lebensphasen die Leute die Möglichkeit haben, sich mal auszuklinken, Sabbaticals zu machen, mal ein, 2 Jahre etwas anders zu machen oder mal ein halbes Jahr. Der Wiedereintritt ist natürlich dann immer schwierig. Es gibt Berufe, wo zum Teil ein Wiedereintritt in die gleiche Stelle fast nicht mehr möglich ist. Wenn man mal draußen ist, auf bestimmten Funktionen, Führungsfunktionen, wissenschaftlichen Arbeiten, da kommt man nicht mehr raus. Also das betrifft nicht nur Leute im Rentenalter, sondern auch schon Leute ab 40. Das haben wir in der Wissenschaft festgestellt, wenn eine Frau oder ein Mann aus der Wissenschaft ein halbes Jahr verschwindet, dann ist die Rückkehr in die ehemaligen Berufs- und Fachstrukturen gar nicht mehr möglich. Da braucht es eine Neuorientierung. Und das ist natürlich noch, kann auf individueller Ebene noch eine relativ starke Belastung sein, weil diese Neuorientierungen zum Teil dann auch nicht finanziert werden, nicht unterstützt werden. Also man hat einerseits ein Dilemma, dass immer mehr Leute zwar weiterarbeiten möchten und wollen und müssen. Gleichzeitig, dass aber auch regelmäßige Unterbrüche immer sinnvoller werden, Neuorientierungen. Und diese zwei Themen sind im Moment gar nicht so aufeinander gestellt. Das wird immer weitermachen. Das ist ein Modell, das haben wir mit dem reduzierten Tempo, das funktioniert. Was weniger noch ist, und das wird auch im Moment politisch und auch von der Unternehmensseite, von dem Gewerbeverband, Arbeitgeberseite, aber auch vom Bund zu wenig unterstützt. Vor allem, wenn die Leute noch Weiterbildung brauchen. Weil wir haben festgestellt, dass zum Teil nach ein, 2 Jahren oder spätestens nach 3 Jahren die Kontakte zur Berufswelt in vielen Fällen so verschwinden, dass eine Neuanstellung unmöglich ist. Gleichzeitig jetzt zeichnet sich irgendwo, oder das ist im Moment noch im Hintergrund, die Situation auch, dass viele Firmen, auch vor allem KMU, bereit sind, ältere Leute, auch Pensionierte, wieder anzustellen, aber natürlich nicht zu anderen Konditionen. Zum Beispiel Arbeit auf Abruf, Sonntags- und Nachtarbeit, dann aber auch zum Teil zu geringeren Löhnen. Also sie finden zum Beispiel, wenn sie gesund sind, finden sie in der Forstwirtschaft, in der Landwirtschaft als Erntehelfer oder Forst, finden sie immer eine Arbeit. Aber das sind natürlich dann oft anstrengende Arbeiten oder sind saisonal bedingte Arbeiten, irgendwelche Spargeln schneiden, weil zum Teil natürlich. Und dann ist die Frage, sind sie noch gesund? Haben sie die Motivation und braucht es andere Strukturen? Dann zum Beispiel in anderen Bereichen, zum Beispiel Buchhaltung, oder? Pensionierte Buchhalter und Buchhalterinnen, die finden zum Beispiel natürlich sehr rasch eine Stelle bei der Bosanec-Tutte, um dort weiterzuarbeiten, aber sie halten dafür keinen Lohn. Und das ist ja noch eine, das, oder auch dieser Wiedereinstieg in die Arbeitswelt, da gibt es noch fast keine Beratung. Während beim freiwilligen Engagement, da gibt es zum Beispiel in Basel gibt es das Benevol. Da kann man sich online, persönlich, digital informieren, beraten. So wie eine Berufsberatung 65 plus kann man einlösen, aber nur für unbezahlte Arbeit.
Und das ist auch ein interessantes Thema, das wir aber noch entwickeln müssen. Ist zum Beispiel Freiwilligenarbeit, ist das nach der Pensionierung eine Möglichkeit, nachher wieder berufliche Kontakte zu pflegen, zu gewinnen und damit aus der Freiwilligenarbeit vielleicht auch zu bezahlter Arbeit zu kommen? Also, dass die zum Beispiel anfangen mit irgendeiner buchhalterischen oder Aufgaben bei der Fosenektute, die aber dann komplexe Aufgaben nicht übernimmt und wenn es dann komplexere Sachen sind, dass sie das da im Auftrag übernehmen können. Also dieses Interface oder Wechsel Freiwilligenarbeit, bezahlter Arbeit oder bezahlte Arbeit zuerst leisten, das kann durchaus sein, dass das gilt nicht für weitere Arbeit im Alter, aber bei Wiedereinstieg, dass sie zuerst mal unbezahlte oder schlecht bezahlte Probezeit einführen müssen. Es gibt sehr viele Gastbetriebe, Hotels, die sind bereit, Leute anzustellen, aber sie brauchen zuerst eine Einarbeitungszeit, die der Betrieb allerdings dann nicht nur ungern finanziert. Da müssen sie dann da selber zahlen. Oder sie brauchen eine, sagen wir, 3 Wochen unbezahlte Arbeit zu leisten, um nachher dann für die nächsten 6, 7 Monate bezahlte Arbeit zu leisten. Das ist die Frage, wollen Sie und können Sie das? Und wo haben Sie Ihren Bedarf? Ich habe mal angeschaut, was kann ein Wiedereinstieg in die Berufswelt begünstigen? Nach vielleicht 2, 3 Jahren nach Pensionierung. Also nach 5, 6 Jahren wäre es schwieriger. Aber man muss das sich wahrscheinlich nicht zu lange zuwarten. Also eine gute Strategie, das kann sein, gute Kontakte zum ehemaligen Arbeitgeber, der zum Teil dann halt aber auch bereit ist, die Leute eben nicht im Arbeitnehmerverhältnis wieder anzustellen, sondern im Auftragsarbeiten. Man muss auch sehen, dass Moment, von 100 Leuten, die nach 65 arbeiten, sind 44% sind selbstständig erwerben. Das ist auch eine Strategie von Unternehmen, dass die Leute wieder beschäftigen oder weiter beschäftigen, aber nicht als Arbeitnehmende, sondern als selbstständig, die sich dann aber auch selbstständig um ihre Abrechnungen und der Sozialversicherungsbereiche kümmern müssen, die dann auch andere Rechte haben als Arbeitnehmer. Da gilt dann eben bei selbstständiger Erwerbstätigkeit andere Regeln. Viele Leute haben Kontakte zu ehemaligen Berufskollegen. Also manchmal, wenn man schaut, es gibt ja ehemalige Verbände bei Novartis, bei Bayern, auch bei der BKW. Ja. Aber das sind meistens Kontakte mit Leuten, die eben nicht mehr berufstätig sind. Und mit ehemaligen Berufstätigen Kontakt zu haben, das bringt für den Wiedereinstieg in die Berufswelt wenig. Sondern eigentlich müsste man Kontakte haben mit Leuten, die noch in der Arbeitswelt sind. Die Frage ist, sind sie noch daran interessiert, oder? Das kann, weil zum Teil natürlich, es gibt auch hier natürlich Leute, die weiter arbeiten müssen mit 65, sind nicht der Pflicht, mit Leuten Kontakt zu haben, die jetzt die Pensionierung voll genießen. Also die Kontakte zur Berufswelt, die verschwinden relativ rasch, wenn man sie nicht pflegt. Man kann aber auch eine andere Strategie, die ich in Einzelfällen gesehen habe, dass Leute aus dem handwerklichen, aber auch gewerblichen Bereich Kontakte haben und aufnehmen zu KMUs aus der Region. Persönliche Kontakte sein, das kann auch sein durch Kiwis, Verbände, Gruppen, durch Treffen in der Gemeinde, dass sie von dort her dann wissen, da braucht es jemand, der vielleicht hier mal in dieser Fabrik, ich weiß nicht, die ist zum Beispiel die Glasfabrik Hergiswil, die hat zum Teil pensionierte Glasbläser, hat aber auch Pensionierte wieder angestellt im Verkauf oder im Museumsgeschäft, oder? Dann gibt es natürlich auch gewisse Museen, die haben gerne pensionierte Museumswärter, die natürlich zu einem relativ bescheidenen Lohn relativ langweilige Arbeit leisten müssen. Aber so wie Securitas, oder? Das ist auch eine Strategie, wo man immer wieder
Aber das sind natürlich oft nicht qualifizierte Arbeiten. Dann gibt es natürlich einen Teil der Führungskräfte, die be bekommen Aufträge oder Verwaltungsratsmandate, weil sie eben Kontakte haben. Also Netzwerkpflege ist ein wichtiges Element. Aber auch unter Umständen kann es sein, Netzwerke zu pflegen auf der lokalen Ebene mit KMU. Sich nur schriftlich zu bewerben, das bringt oft wenig. Also wir haben selbst bei Stellenantritt bei Jugendlichen festgestellt, dass ohne persönliche Kontakte und Vorbeigehen relativ wenig läuft. Also fast 60 bis 70% der Stellen, die Jugendliche finden, auch als Lehrstellen, das läuft, dass sie persönlich mal vorbeigehen, persönlich sich vorstellen, schriftliche Bewerbungen, das kann im Einzelfall nützen, ist aber viel weniger nützlich, als man das denkt. Weil es geht auch oft um Vertrauen. Man muss wissen, dass jemand, der jetzt im Spital zum Beispiel Besuchsdienst organisiert oder der als Webmaster einer Firma tätig ist nach der Pensionierung, eben zuverlässig ist, fachlich etwas beitragen kann. Man muss, der zweite Punkt, dass man eben sich auch sagt, was sind die Stärken? Was hat man für Sachen, die andere nicht können? Es gibt eben wie gestern Karin Frick vom GEDU-Institut. Es gibt überraschend noch viele Berufe, die, wo es eben traditionelle Kenntnisse braucht. Also wissen, wie man analoge Lifte repariert, wie man noch mit Windows 10 sich herumschlagen kann oder wie man Sachen reparieren kann. Und das ist ein großer Bedarf, der von vielen Leuten unterschätzt wird. Reparatursachen, kleine Sachen, wo man aber auch kleine Geschäfte, die noch relativ wenig online sind. Das sind allerdings eben nicht die sehr attraktiven Stellen, oder? Das sind nicht die Stellen, die sehr viel Status bringen, aber das sind die Stellen, die unter Umständen noch ein regelmäßiges Einkommen gewährleisten in kleinen Familienbetrieben, auch bei die Buchhaltung machen bei Bauernbetrieben, da gibt es noch eine relativ große Nachfrage, wobei diese, wir haben das mit Bauernfamilien mal diskutiert, die wollen Leute, die fachlich gut sind, die aber nicht unbedingt den Bauernhof kommunikativ übersteuern. Also die nicht ständig kommunikativ angeleitet werden müssen. Das ist auch eine Strategie. Da gibt es natürlich Kenntnisse bei erfahrenen Fachleuten, die wissen, wie man etwas macht, ohne dass man da ständig Meeting haben muss. Das ist auch ein Bedarf bei vielen KMU, vor allem auch wenn es um Beratung, Coaching geht, eben nicht Meetings, extensive Beratung zu haben, wo die Leute gewisse Sachen auch machen. Also nicht nur beraten, sondern halt dann auch die Kuvert kleben, den Postversand organisieren, bei einer Tagung den Kaffee servieren, nicht nur den Kaffeeservice organisieren. Und das sind also Multitasking, diese Flexibilität zu haben. Dann ist auch etwas, das man oft unterschätzt, dass im Rentenalter die Leute schon eine gewisse wirtschaftliche Absicherung haben. Und das erlaubt älteren Personen hier und da mehr zu leisten, als sie bezahlt werden. Ich habe einen Fall bei der Arma Swiss erlebt. Da war es so, dass die haben einen pensionierten Drohnenfan engagiert zum Testen von Drohnen. Die Bezahlung war 200 Stunden pro Jahr. Das war der Fixpunkt. Faktisch hat er aber 800 Stunden geleistet. Aus Freude an der Arbeit. Und hat gleichzeitig mitgeholfen, ein Drohnennetzwerk mit aufzubauen, das im Sommer, das ist dann Freiwilligenarbeit, schaut, wo kommen die Mähdrescher und man geht mit Drohnen über die Wiesen und schaut, hat das junge Rehen jetzt aufgezogen oder die vom Mähdrescher bedroht werden. Und die haben jetzt letztes Jahr, glaube ich, schon 4000 junge Rehekitzen gerettet. Also die Kombination, die Frage, muss man und kann man, oder? Sich sehr und sich zum Teil natürlich auch, was auch wichtig sein kann,
ist Reflexion über die Erfahrung, den Wert der eigenen Erfahrung. Das haben wir schon ganz früher noch vor Loopings, wollten wir mal ein Netzwerk machen, die Nutzung der Erfahrungen älterer Führungskräfte. Und ich muss ehrlich sagen, wir sind dann gescheitert. Weil ein Teil der älteren Berufsfachleute in bestimmten Bereichen haben den Wert ihrer Erfahrung überschätzt und haben nicht gemerkt, dass sich das völlig verändert hat. Es à jour zu bleiben. Also je länger man einen Unterbruch hat, gewissen Berufen, desto mehr braucht es wieder eine zusätzliche Weiterbildung, Umbildung, die Orientierung um neue KI-Systeme, über neue Labortechniken. Es ist einfach so, es gibt hier keine Angebote oder fast keine Angebote, die nicht, oder man muss das selber finanzieren. Das haben wir festgestellt, zum Beispiel jetzt bei pensionierten Pflegefachfrauen, die jetzt sich aufgrund ihrer bisherigen Erfahrung sich konzentrieren möchten auf Betreuung von demenzkranken Personen, weil das hier da braucht es bestimmte soziale Kompetenzen. Aber die Weiterbildung in diesem Bereich, die heute zum Teil in vielen Bereichen obligatorisch ist, die wird nicht finanziert. Und da könnte man sich durchaus vorstellen, dass zum Teil ein Betrieb das finanziert und dann man verpflichtet sich dafür, diese Finanzierung durch eine längere, regelmäßigere und flexible Tätigkeit über die nächsten 5 Jahre abzubezahlen. Da gibt es gewisse Pflegeheime, die sind daran zu machen. Es gibt natürlich auch die Frage, wie weit kann man sich nach dem Pensionsalter auch neu orientieren? Ganz neue Tätigkeitsfelder kommen. Was oft nicht gelingt, und das ist etwas, das ein Teil der Leute, die in diesem Thema tätig sind, dann unterschätzen, wieder in die bisherigen Betriebs- und Führungsstrukturen einzugehen. Also ein Wiedereintritt nach 2 Jahren Pensionierung ist in den seltenen Fällen ein Wiedereintritt in die bisherige Arbeit. Es ist eine Neuorientierung, auch mit neuen Teams, mit neuen Leuten, auch mit viel jüngeren Leuten. Man muss, dass man meint, man könnte einfach nach 2 Jahren wieder dort weitergehen, wo man aufgehört hat. Das ist wahrscheinlich etwas, das sehr selten ist. Das gelingt vielleicht, wenn man einfach weitermacht. Es ist klar, was auch Neues gibt. Jetzt gibt es vielleicht einfach zur Information, es gibt seit Januar 2014 hat man jetzt neue Regeln. Also für Personen, die nach dem Rentenalter weiterarbeiten, neu arbeiten, gibt es wie bisher einen Freibetrag von 1.400 Franken im Monat, 16.000 Franken, 800 Franken im Jahr. Es gibt natürlich zum Teil die Strategie, das habe ich bei gewissen KMUs gesehen, die machen das so, dass sie die Leute in Teilpensum anstellen und die werden von 3 bis 4 Firmen angestellt. Aber das geht dann etwas in Richtung Altersschwarzarbeit. Das würde ich jetzt nicht unbedingt total negativ sehen, aber das ist natürlich nicht vorgesehen. Ab 2014 ist es eben möglich, auf diesen Freibetrag zu verzichten und Beiträge in die AHV einzubezahlen, um eventuelle Beitragslücken zu schließen. Das ist das, was zukünftige Generationen von Arbeitnehmenden zunehmend mehr haben werden. Nicht unbedingt geringe Einzahlungen in die AHV, sondern Beitragslücken, sagen wir durch Auslandsaufenthalte oder durch Zuwanderung, oder wenn Leute erst mit 30, 35 in die Schweiz kommen, dass die Beitragslücken haben. Und das kann man heute auch nachträglich wieder auf etwas reduzieren. Dann gibt es neu einen flexiblen Rentenbeginn zwischen 63 und 70 Jahren für alle, also Artikel 39f AHVG. Also es ist neu möglich, 20 bis 80% der Rente als Teilrente zu beziehen und gleichzeitig erwerbstätig zu verbleiben oder eben neu einzutreten. Das sind Sachen, die das mindestens helfen. Aber im Moment ist so diese, man kann sagen, weitermachen, da wird relativ viel gemacht.
Da läuft sehr viel. Umorientieren, neu orientieren, einen neuen Beruf zu wählen. Ich glaube, wir haben bei Loopings mal eine Frau gehabt, die hat sich dann als Privatdetektivin ausge oder nach der Pensionierung ausbilden lassen und arbeitet jetzt selbstständig. Das ist natürlich möglich. Selbstständige Erwerbstätigkeiten im Alter nimmt zu. Die Möglichkeit, was dich eher da versuchen, das ist dann die Zukunft, in freiwilligen Arbeit und an bezahlte Arbeit gezielter zu verknüpfen. Dass man einen Teil freiwilliger Arbeit, gleichzeitig aber, wenn man gewisse Verantwortungsaufgaben längerfristig übernimmt, dass man dann bezahlt wird. Und dass es Übergänge gibt, oder? Das hier natürlich auch. Und was sicher sinnvoll wäre, da gibt es mit den Berufsförderungsinstituten Kontakte. Ist es möglich, eine Berufsberatung, Berufsfindung zu machen, 65, 70 plus? Dass man sich beraten kann, oder? Was auch ansteigt und nicht unbedingt schlecht ist, aber immerhin noch nicht die Wirkung erreicht hat, die man hat, das sind die digitalen Netzwerke. Seniors at Works, Rentner. Das kann im Moment in einigen Fällen wirksam sein, hat aber noch nicht die Wirksamkeit, die wir eigentlich gewartet hatten. Das läuft sehr viel über persönliche Kontakte, persönliche Orientierung, dann aber selber definiert, was man will und dann vielleicht auch mal bereit ist, eben gewisse Arbeiten oder zu übernehmen, die man Arbeit auf Abruf. Das läuft zum Teil jetzt bei gewissen Bereichen gut, weil hier natürlich für verschiedene Unternehmen, öffentliche Verwaltungen sind natürlich dann die Pensionierten so etwas wie die Reservearmee. Oder früher waren es die Saisonarbeiter, die ausländischen Arbeiten war die Reservearmee. Heute sind es eher die Pensionierten. Und das kann sein, dass das im Einzelfall gar nicht so schlecht ist, weil damit unter Umständen eine Situation ist, wo die jüngeren Personen die sicheren Arbeitsplätze haben. Wir haben das mal erlebt in Patten in London, wo eine große Firma Sainsbury, die haben in den Sommermonaten haben die 70- bis 80-jährige Frauen an der Kasse gehabt. Weil die Jungen haben noch Ferien gemacht und an diesen Kassen, das ging dann sehr langsam, wurde auch sehr viel gesprochen, wurde diskutiert und das war interessant, das war eine wirklich lebendige Gruppe von Frauen 70 bis 80, ich glaube, die älteste war 85. Die haben dann in der Kasse getippt und gemacht und gelacht und gescherzt mit den Kunden, oder? Sainsbury hat das gewusst, dass das langsamer geht, haben einfach eine Kasse mehr gemacht. Und für die jungen Kassiererinnen war das eben keine Bedrohung, weil die wussten, diese alten, älteren Frauen und Damen, die gehen dann wieder nach 2, 3 Wochen oder einem Monat und sind keine Konkurrenz. Hätte jetzt Sainsbury gleichaltrige Studierende oder eine Praktikantin angestellt, hätte sich die Jungen bedroht gefühlt. Also man muss sehen, man muss schauen, ob das gelingt. Das gelingt. Man muss einfach sehen, dass Neueintritt in 2 Jahren nach der Pensionierung, je nach Branche, je nach Beruf, je nach beruflicher Erfahrung, ganz andere Chancen und Strategien hat. Da helfen persönliche Kontakte am besten, auch gewisse Flexibilisierung, dass man bereit ist, für Abendarbeit zu leisten. Ich habe auch mit einigen pensionierten Pflegefachfrauen mal eine Diskussion gehabt und gesagt, jetzt im Akutspital nach der Pensionierung, nach 1, 2 Jahren Unterbruch haben sie jetzt wieder Nachtarbeit gemacht, weil sie gesagt haben, Nachtarbeit ist im Alter für uns weniger schädlich. Wir können einen Weg nicht schlafen und es ist ruhiger, die Nachtarbeit in verschiedenen, vielleicht nicht in der Notfallabteilung, aber in verschiedenen Abteilungen ist die Nachtarbeit ruhiger. Und sie haben das für einige Zeit gemacht, haben natürlich zum Teil dann mehr Mühe gehabt, natürlich beim Schichtwechsel. Also das war dann einfacher, 3 Monate am Stück Nachtarbeit zu leisten, als dann ein Monat Nachtarbeit, wieder Tagesarbeit, weiter Wechsel, Umstellung. Das war dann altersbedingt dann schwieriger.
Und solche Sachen, das muss man dann schauen, was sind die Formen, was sind die. Dann gibt es auch viele in der Küche, gibt es viele Leute, die pensioniert sind, die aber das nicht können, weil sie Asthma haben, aufgrund ihrer beruflichen. Und die dann vielleicht eher beim Service tätig sind, aber auch dort unter die Servicetätigkeiten, das im höheren Lebensalter, da braucht es mehr Ruhephasen, Ruhezeiten, vielleicht, dass man diese Service an Randzeiten macht, dass die Älteren dann servieren, wenn nicht so viel Betrieb ist. Und das, aber man muss auch seine Sachen diskutieren. Ja. Ich würde dich mal offenlegen für Fragen. Es ist sehr, ist im Moment, Weiterarbeit ist ein Thema, das sehr stark jetzt diskutiert wird. Aber neu, nach 2 Jahren Pensionierung, da fehlen noch die Strukturen, Weiterbildungsstrukturen, Berufsberatungsstrukturen. Ich habe gestern gehört von einem Teilnehmer, der hier auch teilnimmt, dass die regionalen Arbeitsvermittlungs Ding nicht verantwortlich sind. Aber wenn sie offen sind, geben sie den Pensionierten die Möglichkeit, sich die Stellenportale, die offenen Stellen anzusehen. Das ist aber nicht in allen, bei allen Kantonen, bei allen regionalen Arbeitsvermittlungsanstalt noch offen. Aber das wäre eine Möglichkeit, ein erster Einstieg, dass die RAFs nach Pensionierten die Stellenportale öffnen, dass die sich dann entsprechend bewerben können. Wunderbar. Vielen Dank erstmal bis an dieser Stelle. Es war sehr kurzweilig, wie ich erwartet habe. Und zu deinem letzten Punkt, was du gerade erwähnt hast, wo man sich da Unterstützung und Beratung vielleicht an die Seite holen kann, gibt es hier auch eine Frage im Chat. Eben, gibt es grundsätzlich Stellen, die zum Wiedereinstieg in bezahlte Arbeit beraten? Du hast ja gerade schon gesagt, die öffentlichen Stellen natürlich, die RAFs, das ist nicht denen ihr Auftrag. Aber ich denke auch, und so habe ich die RAFs auch erlebt, dass sie das Thema auf dem Schirm haben und vielleicht ja da, wenn man sie individuell anspricht, trotzdem offen sind, einem gewissen Zugang vielleicht zu den offenen Stellen oder vielleicht den einen oder anderen Tipp kann man vielleicht trotzdem bekommen, in welcher Branche, in welchem Unternehmen es sich vielleicht lohnen würde, auf eigene Faust dann nachzufragen. Und bevor ich gleich das Wort noch an dich gebe zu dem Punkt, François, möchte ich auch darauf hinweisen, dass wir auf loopings.ch die sogenannte Landkarte haben. Also wenn ihr auf loopings.ch geht, findet ihr gleich oben im Menü den Punkt Landkarte und dort seht ihr Coaches, Laufbahnberaterinnen, Vereine, Organisationen, die sich mit dem Thema beschäftigen und wo man ja auch privat einfach anfragen kann, hey, ich habe vor, wieder einzusteigen, könntet ihr mich unterstützen? Was habt ihr für Formate? Was habt ihr für Netzwerke? Oder wo man ja sich auch überlegen kann, aus der eigenen Tasche vielleicht mal initial 1, 2, 3 Stunden bei einer Laufbahnberaterin sich zu buchen und sich da professionelle Unterstützung auch noch mal an die Seite zu holen. Der François hat es ja erwähnt, dass es super viele Fragen gibt, die man für sich erstmal ja beantworten muss. Also in welcher Form möchte ich wieder einsteigen? Was kann ich mir alles vorstellen? Wo bin ich bereit, Abstriche zu machen? Wo aber auch nicht? Und dann ein wichtiger Punkt, den François ja auch noch gesagt hat, ist das Thema eigene Stärken, das eigene Netzwerk, was kann ich überhaupt einbringen, sich mit den ganzen Fragen mal auch professionell begleitet auseinanderzusetzen, lohnt sich, denke ich, auf jeden Fall. Und da werdet ihr auch fündig auf der Landkarte. Genau, François, hast du da noch Ergänzungen zum Thema Beratung, Unterstützung oder? Ja, es fängt jetzt eben an in gewissen, zum Beispiel Elektronikfachleute in gewissen Bereichen, dann auch beim Restaurationsgewerbe oder auch in gewissen Bereichen, wo man eben ein gewisses Wissen hat oder zum Beispiel etwas Renovation, wo man eben auf Fachwissen von
älteren Person ist, die die Jungen gar nicht mehr haben. Oder zum Beispiel Musikbau oder in gewissen Bereichen oder auch dort gibt es gewisse, aber das ist, läuft eher im Hintergrund. Das sind dann eher kleine branchen- und berufsspezifische Netzwerke. Die Zahl an Coaches, die bereit sind und interessiert sind, das Thema anzugreifen, das nimmt zu. Das haben wir auch gestern gesehen. Es ist aber so, dass die Coach, die müssen natürlich selbst auch etwas leben, oder? Und die Arbeitsvermittlung, das heißt, die Frage, wer finanziert das, oder? Und man könnte sich durchaus vorstellen, dass man ein Coaching-System macht, das nach dem Erfolgsprinzip ist, die Hälfte des Coaches Beitrags erhält der Coach erst, wenn der andere eine Stelle hat. Oder? Oder Das ist dann wie früher in der Medizin mal die Idee hat, der Rat bekommt nur dann, wenn der Patient gesund wird. ja, das finde ich einen interessanten Gedanken auf jeden Fall und würde ergänzen aus der eigenen Erfahrung, dass mit einer Person in einem professionellen Rahmen über diese Themen, was will ich, was kann ich stärken, was sind meine Werte, was will ich bewirken, zu sprechen. Also mir hat das immer auf jeden Fall genutzt, egal ob ich jetzt danach eine andere Stelle angenommen habe oder einen beruflichen neuen Schritt gegangen bin. Es nützt einem auch einfach zu reflektieren über die Bedürfnisse und die Stärken, wann auch immer dann der nächste Schritt oder die nächste Veränderung kommt. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Manche sagen auch, nee, ich mache das mit mir alleine. Ich habe meine Plus-Minus-Listen und kann das selber ganz gut visualisieren und dann auch formulieren, wie meine berufliche Zukunft da aussehen soll. Also genau, das ist, glaube ich, wichtig, da für sich den richtigen Weg dann zu finden und die richtigen Verbündeten. Und das ist immer eine Frage, wie heißt das Netzwerk? Seniors@work.ch. Genau, das Und sind da noch gibt es noch We Fragen nach den digitalen Netzwerken. Das ist Seniors at Work und Rentner unter anderem. Es gibt ja. noch mehr inzwischen. Ihr findet die meisten auch auf der Loopings Landkarte. Findet ihr auch zum Beispiel Seniors at Work. Da würde ich persönlich mir einfach auf jeden Fall mal ein Profil machen, egal ob da nachher was drüber passiert oder nicht. Auch das hilft wieder, sich damit auseinanderzusetzen. Was kann ich, was will ich, was kann ich überhaupt anbieten als Bernadette Höller? Was sind meine Kompetenzen? Ja, macht euch doch da einfach mal ein Profil. Schaden kann es nicht. Und ich Ja. habe schon häufiger inzwischen gehört, dass darüber auch kleinere Aufträge, das sind jetzt meistens keine langen, großartigen Anstellungen über lange Zeit, aber so Projektarbeiten funktionieren darüber eigentlich vermehrt. Und es gibt eben auch, steht laufbahnswiss.ch, wo alle freischaffende Berater und Beratungen aufgelistet sind, oder welche zu diesen Fragestellungen Hilfe anbieten, oder? Ja, Also Laufbahn. das Ja, super. Ja. Laufbahnswiss in ein Wort.ch. Also es fängt jetzt an, aber es ist noch relativ, alles ist noch relativ neu. Und auch, dass die kantonalen Stellen zum Teil noch ganz, je nachdem, also in gewissen Kantonen sind sie relativ offen. In anderen Kantonen haben sie einfach, vor allem sind sie im Moment sind sie relativ offen, weil die Arbeitslosigkeit gering ist. Sie haben zum Teil fast zu wenig zu tun. Ja. Aber das ist, ich habe auch schon im Kanton Zug mal, die haben gesagt, sie wären bereit, weil viele Firmen sind da interessiert, aber sie finden aus Sicht der Arbeit nehmen dann noch zu wenig Leute, die sich melden. Und dann ist es natürlich auch, ja. Ja, es gibt auch Firmen, die haben einen Pool für Wiedereinstieg geführt, oder? Ich glaube auch in der Pharma und im Banking. Und dann haben sie gemerkt, das interessiert sich niemand. Ja, das sind in den Berufen haben die zu hohe Renten. Pharma und Finanzbranche. Das war jetzt, Ja. Also ja. vielleicht die Mikrogenossenschaftsbund, die haben festgestellt, dass, weil sie so gute Pensionskassen haben, ist das Durchschnittsalter bei der Pensionierung 2,8 Jahre tiefer als in der Gesamtschweiz. Und jetzt fehlt ihnen in gewissen Bereichen, fehlen jetzt die Leute. Ja, Aber ja.
Man spricht das halt auch Match nicht. zwischen dem, was die Firma möchten und dem, was die Leute, oder? Das ist noch nicht, dieser Link ist noch, oder das ist jetzt die Arbeit, die man machen muss. Ja. Wenn du gerade von diesem Gap sprichst, was die Leute wollen, was die Unternehmen wollen, hast du da auch Erkenntnisse dazu? Was ist Personen beim Wiedereinstieg wichtig? Ja, das ist zum Teil sehr unterschiedlich, oder? Ja. Es ist so, dass die Leute einfach dann eigentlich nach einem Unterbruch das weitermachen und in die gleichen Strukturen eingehen, die sie vorher kennen, auch zum Teil auch mit den gleichen Leuten. Geht nicht. Und das ist Das ist aber sehr wirklich selten. bedenken. Ja. Ja, gut, bei der RHB, weil man sich alle kennt, oder? Wenn Ja. jemand ein pensionierter Konditeur, ja, Kontakte. Also oder Zugbegleiter heißen die ja heute, oder Zugbegleiterin, wenn die, dann kennt er schon, oder? Weil die haben auch ein gutes Netzwerk. Ja. Und das Spannende ist bei der RAB, die Vernetzung läuft zum Teil über die Modelleisenbahngruppe. Oder? Also das heißt, wenn man einen Betrieb hat, der gewisse Freizeit- und Fitness-Sachen hat gemeinsam, dann hat man, also wenn man bei einem Betrieb ist und man ist immer noch im Fitnesscenter des Betriebs als Pensionierter, dann hat man einfach automatisch bessere Kontakte. Oder wenn man zusammen mit der Belegschaft wandert, oder? Also das ist auch eine Strategie, dass man diesen Gap etwas durch eine gemeinsame Freizeitgestaltung Ja. überbrücken kann. Ja, guter Punkt, ja. Ich hätte einen Kommentar, François, zu einem Punkt, den du gesagt hast. Und zwar hast du da so Beispiele aufgezählt, wo man vielleicht eine Chance hat, mit seinen Kompetenzen und Erfahrungen so reinzurutschen und wo man vielleicht gebraucht wird. Und dann hast du auch gesprochen über zum Beispiel auch Verkauf in Geschäften. Und da hast du irgendwie in dem Zusammenhang, in irgendeinem Nebensatz mal gesagt, das sind vielleicht nicht so die attraktiven Stellen. Und da wollte ich einfach aus meiner eigenen Biografie nur sagen, dass ich ganz am Anfang meiner beruflichen Laufbahn habe ich in so Kleidergeschäften gearbeitet. Und das ist ein geheimer Traum von mir, irgendwann mal wieder in so einem Kleidergeschäft zu arbeiten. Deswegen siehst du da vielleicht doch auch einen Trend, dass so Leute wie ich, die eine Zeit lang ein super anspruchsvolles Berufsleben haben, sich vielleicht sogar irgendwann nach so einem einfachen Job, wo man coole Kunden hat, coole Kontakte hat, eine Struktur hat, also dass es auch einen Trend gibt, wieder so in was Einfacheres irgendwann zu gehen. Ja, das gibt schon so, also da gibt es viele, aber im Moment läuft das eher so im Sinn von unbezahlter Arbeit am Weihnachtsmarkt dabei sein oder wenn ein Verein oder einen Markt macht oder so, dass man dabei ist, oder? Gibt es Ja, auch so Seniorenmärkte und so Sachen und viele Vereine, die natürlich durch Verkaufen von Weihnachtskerzen oder irgendwelche Sachen oder Bauernhöfe durch das Verkaufen von Früchten und Produkten oder Käsereien. Die sind natürlich interessiert. Und wenn sie natürlich jemanden haben, der mithilft in einer Region, wo sie noch nicht sind, oder? Aber das ist natürlich dann, das ist dann einfach, das sind soziale Kontakte. keine Erwerbsarbeit in dem Keine Sinne. Erwerbsarbeit im eigentlichen Sinne. Also es kann Aber schon ich sein, gebe dass man da mit die einem. Hoffnung nicht auf. Also wenn jemand von Ihnen in 20 Jahren ein Kleidergeschäft hat, wo ich Verkäuferin sein darf, dann genau, meldet euch bei mir. Wir haben hier noch eine Frage im Chat, François, wo ich nicht weiß, ob du die beantworten kannst, wie weit da dein Know-how in den Punkten geht. Ansonsten
würde ich auch noch mal auf unsere Veranstaltung am Freitag mit dem PK-Leiter der BKW verweisen. Das ist am Freitag eine Online-Session. Da könntet ihr euch auch noch mal für diese finanziellen Themen einschalten. Aber François, kannst du da auch einen Satz dazu sagen? Die Ja, Frage. es ist natürlich, es ist nicht immer eindeutig. Es kommt dann wirklich darauf auf die eigene Situation, wie hoch das Ganze ist, oder? Ob Wenn sich es das lohnt. kleinere Sachen sind. Und zum Teil, also ich habe das einfach mal gesehen bei der Drei-Jahr-Säule. Oder da Okay. kann man zum Beispiel, je nach Kanton kann man das sind drei Tranchen auszahlen lassen. Dann ist das steuergünstiger. Aber das ist Okay. nicht in allen Kantonen gleich. Also es Und hängt ein von der Kultur AHV-Aufschub, und, ja. ja, und von der Und individuellen. ein AHV-Aufschub, ob sich der finanziell lohnt, ist abhängig davon, hat man noch Beitragslücken und ist man auf dem Maximum. Also wir haben festgestellt, dass sich zum Teil für Leute, die maximale Rente haben, dann lohnt sich das nicht. Oder auch für viele Ehepaare, wenn natürlich die Ehepaarrente, dann lohnt sich eher eine Scheidung rein. Finanziell, aber es ist auch nicht zu empfehlen. Aber ich glaube, da muss man sich wirklich jetzt bei der PK-Teilrente, das ist jetzt so neu, dass man wahrscheinlich auch die Pensionskassen das noch nicht genau wissen, oder? Ja. Und Das ist erst seit ansonsten, 1. Januar 2024 überhaupt das Teilrentemodell. In Schweden haben sie das schon seit langem, nur haben sie auch festgestellt, es ist sehr beliebt, aber es wird gar nicht so häufig benutzt, als man das denkt. ja, genau. Und ansonsten ruhig auch noch mal bei der Loopings Landkarte findet ihr auch eine Plattform, wo ihr unabhängige FinanzberaterInnen finden könnt. Das würde sich dann sicher auf jeden Fall auch nochmal lohnen, den individuellen Fall im Detail und die verschiedenen Varianten nochmal anzugucken. Und am Freitag gibt es aber auch noch eine extra Session im Rahmen des Festivals dazu. Da könnt ihr im Programm mal gucken und euch noch anmelden. Es gibt eben Sachen, wo wir überhaupt nichts wissen. Ich habe da mit Thomas Gechter und mit Leuten besprochen. Gelten zum Beispiel die gesamtarbeitsvertraglichen Regelungen, gelten für die Leute im Rentenalter auch oder unterstehen die einfach nur dem allgemeinen Arbeitsrecht? Und da hat im Moment auch vom Bundesamt für Sozialversicherung niemand Auskunft geben können, weil das je nach GAF unterschiedlich geregelt ist. In vielen GAFs gibt keine Alters, ist das Alter kein Thema. Aber es gibt trotzdem Änderungen, oder? Und man Jetzt, muss, ja. ja, jetzt ist hier noch eine Frage von Britta. Gibt es Netzwerke Senioren für Senioren im Sinne von, dass ein Senior einem anderen Arbeit anbietet? Also, willst du da antworten oder soll Ja, ich es antworten? gibt Senioren helfen Senioren, das ist aber unbezahlte Arbeit, oder? Es gibt natürlich InnoVage-Projekte auch, das ist nicht bezahlte Arbeit. Und dann gibt es auch Rentner. Aber das Und sind natürlich ganz minimale Pensen. ja. Aber Senioren für Senioren, das ist im Moment wahrscheinlich noch, oder sich bestimmte Senioren für Fach oder auch dafür selbstständig erwerben, der zum Beispiel im Kunst- und Kulturbereich oder im Musikbereich, oder die geringe Renten haben, sich gegenseitig vernetzen, um auf Aufträge zu kommen, das ist eben noch. Das ist noch, ich habe das mit musikpädagogischen Ansätzen gesehen, das ist noch am Anfang. Es gibt Leute, die informelle Netzwerke haben, zwei, drei Journalistinnen, die sich gegenseitig Aufträge organisieren, aber sie möchten das Netzwerk nicht zu stark ausbauen, weil es ist ja immer auch Konkurrenz, oder? Aber Was, es gibt was? informelle, es gibt informelle, es läuft auf informeller Ebene. Ja, Läuft's? was ich eben auch schon gesehen habe, ist, dass bei unseren Loopings-Stammtischen, also wir haben ja Stammtische an verschiedenen Orten in der Schweiz, die findet ihr unter Loopings-Events. Das habe ich schon erlebt, wo Menschen zusammenkommen und dann einer gründet ein Start-up mit 59 und die andere sagt, hey, ich mache deine Buchhaltung. Also an diesen, aber das ist, wie François sagt, das ist im persönlichen Kontakt bei solchen Treffen wie zum Beispiel Stammtische oder auch wenn man zu Gemeindetreffen oder Verbandstreffen geht und rausgeht und eben
darüber spricht, was man kann, dann können sich auch so Sachen einfach ergeben. Ja. Das ist einfach das Problem, das wird ja von Pia Welti noch angefragt, das zum Teil gibt es, aber es ist immer die Angst vor Konkurrenz, oder? Also wenn Senioren zum Beispiel sich gegenseitig Wohnung putzen, oder das Hausreinigungsgewerbe nicht unbedingt, oder Gartenarbeiten leisten, aber eben die Angst vor Konkurrenz, das ist so ein, oder? Man auch immer, wenn man jemanden anstellt, der schon pensioniert ist, eine Rente hat, ist das eine Konkurrenz zu den Jungen, oder? Oder man nimmt den Jungen die Arbeit weg, oder? Ich glaube, das ist der Arbeitsmarkt funktioniert eben nicht immer unter diesem Konkurrenzprimat. Auch freiwillige Arbeit und bezahlte Arbeit ist eben nicht so streng, oder? Weil Ja. oft sind es nämlich die gleichen. Ja. Also wir haben unter Umständen einfach falsche Vorstellungen, oder? Das ist zum Teil auch bei der Prosenektute. Die macht gewisse Sachen dann nicht, weil sie das Gefühl haben, damit könnte sie sich das Gewerbe oder die Wirtschaft konkurrenzieren. Und damit werden viele Möglichkeiten natürlich sich verbaut. Aber es gibt schon so. Ich habe auch schon mit Firmen ge gesprochen, die haben gesagt, sie würden gezielt Leute im Rentenalter mobilisieren und müssen sie eben weniger Sozialabgaben zahlen. Und sie hätten eine flexiblere Strukturen, aber sie möchten nicht unbedingt, dass die Medien davon wissen. Weil es ist natürlich auch nicht unbedingt immer nett, oder? Wunderbar, dann haben wir jetzt die Fragen im Chat hier so weit durch. François, gibt es irgendwas jetzt aus deiner Sicht, was wir vergessen haben, was wir noch sagen sollten, was du noch sagen möchtest? Vielleicht Also wir sind einfach in einem Bereich, wo wir noch nicht, wo wir wissen, dass wir ein Problem haben, aber noch nicht alle Lösungen kennen. Das heißt, das ist natürlich schwierig für Leute, die jetzt eine Stelle suchen, die sind wie in einem orientierungslosen Bereich, dass ich eh, von dem man weiß, es ist wichtig, aber noch niemand weiß, wie das, oder? Ja, Das das haben wir finde bei vielen Themen, oder? Arbeit 65 plus, Arbeit 50 plus, alle wissen, es ist wichtig, aber auch die Lösungen und Maßnahmen hinken den Bedürfnissen der Leute hinterher. Von der Politik ganz zu schweigen. Ja, also ist unser Abschlussstatement eigentlich ein Appell, dass wir weiter an den Themen schaffen und weiter innovative Programme versuchen auszuprobieren und zu entwickeln, sei es jetzt als Einzelperson für uns selbst oder als Organisation dann für größere Gruppen von Menschen und uns auch, finde ich, gegenseitig unterstützen in unserer Laufbahngestaltung. Hier kam gerade noch eine Frage rein von Gabriel Wüst, dass er eben eine Mitarbeiterin hat, die pensioniert wird, aber trotzdem weiter arbeiten möchte. Worauf muss ich als Arbeitgeber achten? Da verweise ich sehr gerne auch nochmal auf unsere HR-Sessions. Am Freitagvormittag werden genau diese Fragen für Führungspersonen, HR-Geschäftsleitungen dann alle von drei Fachpersonen nochmal ausführlich beantwortet. Und ich Also ich möchte. würde einfach sagen, ich würde sagen, eigentlich braucht es keine besondere Beachtung. Oder höchstens muss man schauen, ob die Person jetzt, aber das muss sie selber entscheiden, ob sie die Teilrente will, ob die AV aufschieben oder nicht. Aber sie kann auch, oder? So als Arbeitgeber, wenn jemand weiterarbeitet, man hat die Möglichkeit, dann kann man die eigentlich den normalen Arbeitsvertrag weiterführen. Genau, man kann den eigentlich einfach laufen lassen auch. Also Ja. eine der Varianten, manche machen dann auch einen neuen Vertrag. Also da gibt es ein paar Varianten, aber man kann ihn auch einfach weiterlaufen lassen. Ja. Ja. François, ganz herzlichen Dank für die inspirierenden Ausführungen jetzt über den Mittag. Und vielen Dank fürs Interesse an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schaut doch auch noch mal ins ganze Programm des Festivals. Das geht die ganze Woche, wo ihr euch vielleicht noch anmelden möchtet, spontan. Ich freue mich auf jeden Fall, Sie und euch wieder zu sehen. Und guten Appetit, bis zum nächsten Mal.